Hi und herzlich willkommen hier zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Und heute soll es mal um ein Interview gehen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier und den Gast werdet ihr wahrscheinlich auch von YouTube kennen. Und zwar kann sich der Gast vielleicht am besten mal selber vorstellen. Ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Bastian Dier ist mein Name, 26 Jahre zart alt mittlerweile. Und ich bin hier auf YouTube vertreten, mache hauptberuflich meine beiden Marketingagenturen, rede auch über diese Themen hier auf YouTube und wie du ja ähnlich im Bereich Online Geld verdienen. Und meine erste Frage wäre dann, was machst du eigentlich in deinem Unternehmen? Du meinst jetzt in meinen Marketingagenturen wahrscheinlich, ne? Das ist, genau, was ja, du so als Selbstständiger für Tätigkeiten ausübst, genau. Ja, genau. Ja, also da hauptberuflich natürlich jetzt seit über 5 Jahren als Agenturinhaber mittlerweile von 2 Agenturen. Einmal die Convect SEO Agentur, also Suchmaschinenoptimierung. Und einmal haben wir die Karriereschritte im Bereich Personalgewinnung. Genau, und das machen wir halt also auf Dienstleistungsebene an mittelständische Unternehmen auf SEO. In dem Bereich machen wir es vorzugt an Online-Shops, machen wir das da. Genau, das machen wir jetzt seit über 5 Jahren. Nominell haben wir davor schon ein bisschen mehr gemacht, also vor 8 Jahren im Bereich Online-Marketing eingestiegen. In meinem Fall so damals im Bereich Blogs aufbauen. Da habe ich dann halt Suchmaschinenoptimierung mir beigebracht, deswegen jetzt die Dienstleistung Webdesign damals gestartet eigentlich als Agentur. Genau, das sind so im Prinzip die Hauptbereiche, die wir machen und mittlerweile glücklicherweise relativ erfolgreich hier. Sitzt auch gerade eben in meinem Büro, haben unser Team aufbauen können in den letzten Jahren und ja, das macht Spaß. Das muss es auch natürlich, ja. Wenn man einen Beruf ausübt, muss auf jeden Fall Spaß machen, da ist das Geld nicht immer so wichtig. Genau, und die nächste Frage wäre dann, welche Geschichte steckt hinter deinem Unternehmen? Also, wie bist du dazu gekommen, dein Unternehmen zu gründen? Ja, das ist immer eine Geschichte, die ich eigentlich immer sehr gerne erzähle, auch wenn es vielleicht gar keiner hören möchte. Aber heute darf ich ja mal ein bisschen schnacken. Das ist immer gut. Ich schnack sehr gerne und sehr viel. Grundsätzlich ist es so, also ich habe nach der Schule spätestens, eigentlich auch schon während der Schule, keine Lust mehr auf Frontalunterricht gehabt. Ich hatte auch immer schon so ein bisschen meine Probleme mit Autoritäten in Form von Lehrern, die mir halt gesagt haben, mach mal dies, wo ich einfach keinen Sinn drin gesehen habe. Ich kann auch mich an Situationen erinnern in der Schule, wo ich einfach gerade in so einem Kunst- und Werkunterricht gesagt habe, gerade in der Abi-Zeit, wo ich wusste, ich bin jetzt eh durch und kann gehen, habe ich dann im Prinzip gesagt, ich glaube, das bringt mir fürs weitere Leben nichts, lieber Lehrer, ich gehe jetzt. Ne? Und das war so ein bisschen meine Art. Mach das nicht nach, das ist Quatsch, das war ein bisschen Sturm und Drang, aber für mich kam deswegen auf jeden Fall Studium und sowas danach nicht mehr in Frage. Ich habe das zwar gemacht, ich habe angefangen BWL zu studieren, habe mich versucht in dieses Konzept, was mein Elternhaus natürlich auch irgendwo so vorgegeben hat, dieses klassische Junge, mach was Vernünftiges, habe das natürlich ein bisschen gemacht, aber das war ganz schnell, habe ich gemerkt, ich kann nicht 3 Jahre lang noch und dann vielleicht nur mit Master 5 Jahre lang theoretisch noch da hocken und überhaupt nichts tun und habe dann damals das Glück gehabt, dass ich über die Eltern meiner Freundin so ein bisschen die Welt der Selbstständigen kennengelernt habe, in einem Bereich, wo man jetzt sagen könnte, okay, schwierig, aber ich kann es ja damals nicht, und zwar im MLM-Bereich, also wirklich Multilevel Marketing. Und da war damals für mich, ich habe gesehen, okay, die haben einen gewissen Lebensstandard und die machen das, also ist das wahrscheinlich nicht schlecht. Und da habe ich dann halt so ein bisschen die Selbstständigkeit auf jeden Fall kennengelernt, habe da mal reingeschnuppert. Gut, das war dann in diesem MLM-Betrieb für mich überhaupt nichts. Aber damals, als ich dann auf so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, alle fange auch um mich rum zu studieren, ich weiß nicht so, was ich tun soll. Da habe ich dann mit einem Kumpel damals auf dem Dachboden meiner Eltern hingehockt und gesagt, lass mal was machen, da muss doch irgendwas gehen. Und da war das dann der Zeitpunkt, wo wir einfach mal, wir haben dann YouTube angeschmissen, wir haben Blogs recherchiert, deutsch, englischsprachig, und dann haben wir, da sind wir so auf diese Geld im Internet verdienen Nische eigentlich gekommen. Und dann ist halt eins zu einem gekommen und wir haben mal gesagt, hey, lass mal eine eigene Webseite aufbauen, eigene Blogs einfach aufbauen, das scheint ja gut zu gehen. Dann haben wir gemerkt, mit Affiliate Marketing über Amazon Partnerlinks kann man ja sogar Geld verdienen mit Produkt auf Amazon. Das war erstmal so der größte Wow-Effekt, glaube ich, bisher, den man da hatte am Anfang. Und dann, als man aufgebaut hatte alles und sich durch die Technik gewühlt hat und Webdesign beigebracht hat, hat man gemerkt, man hat ja keine Kunden. Also wer kommt jetzt auf diese Seite drauf? Und da hat man gemerkt, okay, wir müssen noch Marketing irgendwie können. Hat natürlich kein Budget, also 0 Euro, wie gesagt, noch bei Eltern gewohnt. Und dann dann hat man gemacht, okay, wie kann ich kostenlos Traffic generieren? Und das war dann eben Suchmaschinenoptimierung, SEO, was zu der Zeitpunkt vor jetzt 7, 8 Jahren halt noch ein bisschen anders war als heute. Einfacher halt einfach auch, weil man da schnellere Ergebnisse erzielen konnte. Ja, und dann so haben wir eigentlich angefangen, also mit Suchmaschinenoptimierung. Wir haben Campingseiten gebaut, wir haben Fitnessseiten gebaut.
gebaut, alles Mögliche, haben alles wieder neu gebaut. Und das war so ein bisschen der Anfang bei uns. Und irgendwann kamen halt dann die Leute auf uns zu, so durch blöde Zufälle. Also war ich auf dem Feld mit dem Hund spazieren, dann kam eine Mutter von einer ehemaligen Schülerin auf uns zu aus meiner Klasse und die sagte, hey, ja hier, ich bin ja Direktorin auf der und der Schule, was machst denn du so? Sagt, ja, ich mache so ein bisschen Webseitenbau. Ach ja, bau uns doch mal eine Webseite. Und das war dann der erste Dienstleistungsauftrag quasi und dann haben wir gemerkt, hey, damit können wir, das waren damals, glaube ich, 400 Euro abrechnen. Das war damals noch andere Preise jetzt fürs Webdesign. Für uns war das aber quasi ein Reichtumgefühl, wenn man das so möchte. Und dann haben wir gesagt, hey, da ist ja Bedarf da. Und dann ging es so langsam los, Vertriebswelt. Wie kann man denn noch mehr solche Webseiten verkaufen? Wie kann man denn, irgendwann haben wir jetzt das Konzept Agentur kennengelernt. Ja, und von da aus ging es dann eigentlich immer weiter. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool, die Story, ja. Also ich merke schon, es sind viele Überschneidungen mit meiner Story so ein bisschen, weil ich war ja damals auch so, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte eigentlich schon selbstständig was machen, so, weil ich halt viele Probleme hatte, so mit Ausbildung, Schule und alles drum und dran. Ich habe das alles so ein bisschen als falsch gesehen. Ich möchte lieber doch einen anderen Weg gehen. Und auch gerade das, was du erzählt hast, mit dem Thema, dass die Lehrerin auf dich zugekommen ist, das war dein erster Auftrag da. Da hatte ich tatsächlich auch letztens den Fall beim Chinesen, wo ich immer wieder mein Essen abhole, dass er mich einfach mal so gefragt hat, was mache ich denn beruflich? Und ich habe dann gemeint, ja, ich verdiene so online mein Geld mit YouTube, digitalen Produkten verkaufen, etc. Und der hat mich dann darauf angesprochen, so, hey, cool, zeig mir das doch auch mal, komm mal vielleicht abends vorbei und erzähl mir einfach mal so, was du genau machst und bring mir vielleicht auch mal so ein bisschen was bei, damit ich das eventuell auch machen kann. Also man merkt auf jeden Fall schon, die Interesse bei den Leuten ist da, aber was ich natürlich auch verstehen kann, viele Leute, ja, haben nicht so richtig Vertrauen, weil es da natürlich auch ganz viele schwarze Schafe gibt, die euch einfach nur so ein Produkt verkaufen möchten. Ja, das ist leider, ja, ist oft der Fall. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, in unserer Nische, in der wir drin sind. Also ich selber bin auch Nutzer, sowohl positiv als auch negativ von solchen Menschen geworden in der Vergangenheit, wo ich mir halt erhofft habe, Dinge zu lernen. Und teilweise hat man was gelernt und teilweise, wie du sagst, ist man vielleicht eher Leute geraten, die mehr Marketing-Kotten als Inhalt. Ganz genau. Mehr so auf Copy-Paste-Richtung von Google einfach einen Text kopiert und für 3.000 Euro verkauft. Genau. Ja, zum Beispiel. So ähnlich, ja. Genau, ja. Dann die nächste Frage, wo du jetzt gerade über dein Unternehmen erzählt hast, so sind jetzt wahrscheinlich auch viele Leute darauf jetzt aufmerksam geworden und möchten sowas vielleicht auch in der Richtung machen. Wäre jetzt die Frage so, bietest du da eigentlich auch ein Coaching an, dass du den Leuten so ein bisschen zeigst, wie die das denn alles machen können oder wie ist das bei dir aktuell? Ja, genau. Also ich habe im Prinzip jetzt ziemlich genau einem Jahr jetzt auf YouTube vertreten und biete jetzt seit einem halben Jahr Beratung, Coaching an, einfach auf Stundenbasis. Das Konzept habe ich mir auch nicht ausgedacht, da habe ich mich inspirieren lassen, eben auch von anderen YouTubern, die das machen, finde ich sogar eigentlich fast viel zu wenige tatsächlich. Ich habe nichts gegen High-Ticket-Coaching, um das mal vorwegzunehmen, weil das ist ja oft so ein bisschen die Frage, ist es gerechtfertigt, 2.000, 3.000 Euro plus für ein Coaching zu nehmen? Meiner Meinung nach, wenn du halt wirklich dich um deinen Teilnehmer kümmerst und wirklich auch von A nach B bringst, was da eigentlich Coaching sein sollte und nicht nur ein Online-Kurs, der überteuert ist, dann kannst du auch High-Ticket oder hohe Preise nehmen. Aber das ist natürlich für viele Anfänger und da sehe ich halt einfach auch immer mich vor 7, 8 Jahren, der halt auf dem Dachboden seiner Eltern sitzt und einfach kein Geld hat für gar nichts. Ne? Da konnte sie nicht mal einen 10-Euro-Kurs leisten im Prinzip so richtig. Und da sehe ich halt eben auch, wo ich sage, okay, ich möchte diesen Menschen irgendwie auch so ein bisschen weiterhelfen. Das hört sich immer so pathetisch an, aber es ist halt, ich hätte gerne jemanden gehabt, wie die Leute, die das anbieten und vielleicht auch jemanden wie mich, der einfach mit einer geringen Einstiegshürde Leuten etwas zeigt und beibringt. Und deswegen habe ich einfach ein Coaching auf Stundenbasis gemacht, wo man auch eine halbe Stunde, Stunde oder im größten Fall 6 Stunden halt einfach abbuchen kann. Und dann muss man sich jetzt halt nicht für 4-stellige Summen monatelang an jemanden binden und die Katze im Sack ja auch so ein bisschen kaufen, sondern man weiß ganz genau, okay, ich buche jetzt eine Stunde Beratung, ich kann alle Fragen stellen und dann arbeite ich mit den Leuten halt 1:1 deren Businessmodell. Das reicht von einfach eine Stunde Brainstorm zusammen, was könnte man überhaupt machen, was passt zu der Person, bis hin, das kommt natürlich auch Leute, die schon Agenturen haben, klar, da berichte ich ja auch viel in meinen Videos auch von, die kommen auf mich zu und sagen, hey, wie kann ich vielleicht meinen Vertrieb ausbauen, wie kann ich die Dienstleistung, Webdesign, SEO besser anbringen und so weiter, also genau, das ist im Prinzip so ein bisschen das, was ich mache, das heißt, ja, auf Stundenbasis, gerne kann ich da weiterhelfen. Also jetzt wirst du ja auf jeden Fall Bescheid, wo ihr euch dann auch melden könnt. Von meiner Seite aus natürlich auch eine sichere Quelle, wo ihr jetzt nicht irgendwie 1.000 Euro pro Stunde bezahlen müsst oder sowas. Und wenn man da ein bisschen rein investiert, dann wird es sich auf jeden Fall auch lohnen, weil ich persönlich
kenne mich ja da zwar auch schon ziemlich gut aus, würde ich sagen, so in dem, was ich online mache, aber trotz dessen buche ich natürlich auch immer wieder Coachings mit unterschiedlichen Personen, um sich halt einfach auch so ein bisschen auszutauschen, weil wenn man das eine mal nicht weiß, weiß es wahrscheinlich der andere und so kommt man halt natürlich auch dann in seinem Business voran. Genau. Und die nächste Frage wäre vielleicht ganz interessant für die Leute, die jetzt mit ihrem Online-Business anfangen möchten, beziehungsweise vielleicht sogar schon mit ihrem Unternehmen gestartet haben, wäre, was würdest du heute anders machen an deinem Unternehmen, was du früher als falsch empfunden hast, beziehungsweise was dir viel Zeit geraubt hat? Ja, es ist, glaube ich, bei mir ziemlich der Klassiker. Also A, würde ich tatsächlich sogar sagen, wenn man es irgendwie kann, dann vielleicht doch ein bisschen Hilfe holen von extern, wenn man eine vertrauensvolle Quelle findet, weil autodidaktisch ist gut. Ich habe mir auch alles von Grund auf eben beigebracht, wie ihr eben auch schon kurz erwähnt, aber Webdesign beibringen, Suchmaschinenoptimierung beibringen, alle Marketingdisziplinen beibringen, das ist cool, wenn man es selber macht. Und ich glaube, da hat man zwar ein breites Wissen, aber es dauert halt wahnsinnig lange. Das heißt, wenn man an jemanden kommen kann, wo dem man vertraut und wo man sich das vielleicht auch mit einer geringen Einstiegshürde auch finanziell vielleicht funktioniert, würde ich auch gucken, dass man jemanden hat, der einem so ein bisschen eine Abkürzung vielleicht geben kann, der einen auch an die Hand nimmt vor allem, wo man einfach auch mal ganz blöde Fragen stellen kann. Auch wenn die blöd sind, dann werden sie beantwortet. Aber das ist, finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Und bei mir war es, und ich muss aber auch zugeben, ist es immer noch so ein bisschen dieses klassische Shiny Object Syndrom. Also wenn ich eine Business Opportunity sehe, dann glänzen meine Augen. Ja. Also nicht, dass ich jetzt die Dollarzeichen unbedingt nur drin sehe, sondern ich liebe es einfach immer, neue Dinge aufzubauen und einfach so ein System aufzubauen, was dann am Ende auch natürlich Kapital abwirft. Finde ich immer super spannend, gerade im Online-Bereich, im digitalen Bereich. Und das hatte ich früher extrem. Also ich glaube, ich habe mal zu einer Zeit, habe ich in einer Woche Dropshipping angefangen, Print on Demand, die Agentur noch gehabt, meine Blogs geschrieben und ich glaube, ich habe mich auch noch mit irgendwas anderem noch auseinandergesetzt, mit LinkedIn und so weiter, mit Social Selling. Also das waren so die Hochzeiten, wo ich, da konnte ich ein Video auf YouTube gucken und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt mal nach, die Zeit habe ich ja, ne? Ich muss ja nicht schlafen, so in die Richtung. Und das war natürlich, auch wenn ich jetzt auch nicht, ich bin nicht dieser Fan davon zu sagen, konzentriere dich nur auf eine Sache, sonst wirst du nicht erfolgreich, auch das halte ich für Schwachsinn, aber konzentriere dich nicht auf 20 Sachen auf einmal, weil dann wirst du nicht mehr schlafen und dann kippst du irgendwann um. Das funktioniert natürlich auch nicht, das heißt in Maßen so 2-3 Dinge, es gibt meistens ja ein Hauptprojekt und dann so ein paar Nebenprojekte, die man eben macht, das halte ich für realistisch, das anzufangen. Das heißt, das würde ich jetzt versuchen, anders zu machen, was vielleicht auch jemand, der an einer Seite gewesen wäre, einem vielleicht gesagt hätte, hey, mach mal eine Zeit lang ein bisschen weniger und bau die Dinge, die Ideen, die du hast, dann später auf. Das würde ich heute anders machen, ein bisschen mehr Fokus, dann wäre es wahrscheinlich insgesamt noch etwas schneller gegangen. Ja. Genau den Fehler habe ich zum Beispiel am Anfang auch gemacht, dass ich halt, wie er gerade schon erklärt hat, so viele Videos angeschaut habe und dann habe ich mit Print on Demand angefangen, dann mit KDP, dann mit YouTube und es war einfach viel zu viel auf einmal. Also ich kann euch auf jeden Fall auch nur empfehlen, fangt mit einer Sache an, werdet da wirklich zum Teil sogar Experte darin schon und dann könnt ihr wirklich mit dem nächsten anfangen, wenn ihr das euch schon so ein bisschen aufgebaut habt. Weil das Problem ist, wenn man sich halt so viele Sachen aufbaut, was ich darin sehe, dass du halt so viel Wissen deinem Gehirn zumutest und am Ende kannst du gar nicht mal alles bewältigen. Und dann geratest du in Vergessenheit und hast so gesehen deine Zeit umsonst verschwendet. Deswegen vielleicht am Anfang ein bis maximal 2 Sachen sich aufbauen und wenn die wirklich einigermaßen gut laufen oder vielleicht sogar gar nicht laufen, dann vielleicht einfach weglassen und mit was anderem anfangen. Genau, weil was ich auch zu noch gerne auch ergänzen kann, das habe ich natürlich aus der Dienstleistungswelt dann natürlich extrem miterlebt. Am Ende des Tages, ich glaube, da spreche ich mal auch für uns beide, wir arbeiten ja gerne, wir arbeiten auch viel und wir haben auch so einen Drive, dass wir unseren Träumen und Zielen da einfach auch verfolgen. Das Wichtige ist ja nur, gerade auch wenn man Dienst leistet und wenn man andere digitale Infrastrukturen aufbaut, dass man gewisse Systeme ja nach und nach installiert, wo man einfach nicht mehr immer das Gleiche machen muss. Also es gibt ja, ob ich jetzt digitale Infrastrukturen habe oder eine Dienstleistung habe im Unternehmen, ist es das Klassische, irgendwie skalieren durch Automatisierungen, durch Prozesse, durch Ketten, wo man einfach dann sagt, okay, ich kann mir an gewissen Schnittstellen Zeit sparen und habe jetzt wieder mehr Zeit für was anderes oder das eben noch weiter auszubauen. Und das ist eben etwas, bevor ihr was Neues aufbaut, guckt mal, ob ihr vielleicht Prozesse einfach aufbaut in einem Sache, sei das jetzt durch Personal, durch Freelancer, durch Software, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, die euch an gewissen Punkten in eurer Tätigkeit einfach Zeit sparen. Und dann könnt ihr euch Zeit wieder freischaufeln. Deswegen vielleicht so ein Zeitkontingent vorstellen und bevor ihr da nicht was wegnehmt, einfach nicht noch mehr draufpacken. Genau, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also das habe ich auch gemerkt, gerade so Sachen, dass man sich immer Zeit spart, solche
Sachen sich zu erlernen, vor allem, weil ich zum Beispiel kann aus meiner Erfahrung reden, so dass ich halt meine YouTube-Beschreibungen und Text damals immer selber rausgesucht habe für jedes einzelne Video und wo ich mir einfach mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe, wie kann man das dann ein bisschen optimieren, damit das ein bisschen schneller geht, habe ich mir gedacht, hey, warum machst du die nicht einfach Beschreibungsvorlagen, weil du bringst ja immer so ungefähr den gleichen Content raus, das heißt, du fügst es per Copy und Paste ein, schreibst vielleicht 2, 3 Tags noch dazu und bisschen 0, nichts durch. Also damals habe ich für ein Video da gefühlt 5 oder 10 Minuten gebraucht. Heute kopiere ich das, füge das ein, bin fertig. Und wenn man das halt, wie bei mir zum Beispiel, wenn ich jeden Tag ein Video rausbringe, mit 10, 20 Videos macht, dann spart man sich dann natürlich auch 2, 3 Stunden pro Tag. Also es macht auf jeden Fall schon sehr, sehr viel aus, auch auf Langzeit gesehen, zu schauen, dass man diese Prozesse, die vor allem sehr, sehr lange dauern, irgendwie probiert zu optimieren und vor allem auch probiert, wenn man dann wirklich mal was verdient hat, auch Arbeit abzugeben. Also Arbeit, die einem schwerfällt oder wofür man lange braucht, dann kann man zum Beispiel das Video einfach einem Freelancer geben, der schneidet das für euch und ihr müsst das dann einfach nur noch hochladen, Thumbnail für YouTube erstellen und das war's schon. Also das ist auf jeden Fall auch schon ganz wichtig, dass man das Geld nicht ausgibt, sondern auch so ein bisschen für sich arbeiten lässt, genau. Auf jeden Fall, ja. Und im Dienstleistungsbereich, also alle Leute, die schon im Dienstleistungsbereich tätig sind, Freelancer, ja, auf jeden Fall, ist richtig Gold wert, dass man da einfach Leute ins Boot holt, wenn man jetzt sagt, ich möchte oder kann noch keine Festangestellten jetzt vielleicht irgendwie aufbauen, ist ja auch eine Riesenverantwortung, das muss man auch wollen, dann mit Freelancern arbeiten und so ein kleiner Nugget vielleicht, gebt mal den Begriff virtuelle Assistenz ein. Das wird euer Leben vereinfachen ohne Ende. Zum Beispiel, ja. Und ihr müsst nicht denken, dass ihr jetzt für so einen Freelancer mehrere tausend Euro für ein Video braucht, weil es gibt genug Freelancer aus dem asiatischen Bereich, die erstellen euch ein Thumbnail für gerade mal 5 Euro oder ein Logo für 5 oder 10 Euro. Das nur mal so ganz kurz am Rande erwähnt. Nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt hier viel zu teuer, wenn ich die Arbeit abgeben würde. Genau, und die nächste Frage an dich wäre dann, was sind denn eigentlich noch so deine Ziele, nicht nur in deinem Unternehmen, sondern vielleicht sogar auch in deinem Leben? Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, könnte man jetzt weit ausholen. Also unternehmerisch ist es ganz klar, da gehen wir jetzt auch schon gerade dieses Jahr extrem den Weg in den Agenturen, dass wir eben diese Prozesse deutlich ausbauen, weil ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, ich habe jetzt 5 Jahre mich fast hauptberuflich komplett um die Agentur gekümmert. Ich habe jetzt einfach ein bisschen Überblick, ein bisschen Ahnung davon und möchte andere Dinge jetzt wieder mehr ausprobieren, aber wie gesagt, nicht ohne halt da die Prozesse zu haben, wo ich Zeit auch entlastet bekriege. Das funktioniert im Moment ziemlich gut, da möchte ich, wollen wir nächstes Jahr auch, also ich mache es mit meinem Geschäftspartner, ja, die bei Agenturen zusammen, da wollen wir nächstes Jahr eben auch noch so gehen, dass wir deutlich, deutlich mehr Zeit von uns wegziehen und eben da einfach Leute aufbauen oder Schnittstellen installieren, mehr Software noch einsetzen, dass wir einfach mehr Prozesse automatisieren, bei gleichbleibender oder eigentlich noch besserer Qualität der Dienstleistung natürlich, das steht an oberster Stelle, klar. Das wäre so das Ziel in den Agenturen. Und ja, deswegen, ich möchte auch YouTube ein bisschen ausbauen. Ich brainstorm auch ständig mit dem Gedanken, dass ich noch mehr YouTube-Kanäle tatsächlich habe, weil es mir da, ich habe viele Ideen, aber da muss man die Zeit halt dafür da sein. Und auf jeden Fall eine Sache, ich möchte anfangen, digitale Assets aufzubauen, die ein bisschen passiver sind, in Anführungsstrichen ein bisschen nachhaltiger. Sprich, ich möchte, weil ich einfach, wie gesagt, gerne vor der Kamera auch sitze, gerne viel rede, gerne mein Wissen auch teile. Ich möchte mehr auch in so Bereich Online-Kurse einfach reingehen. Da möchte ich einfach nachhaltigere digitale Infrastruktur noch mehr aufbauen. Wird wahrscheinlich im nächsten Jahr anfangen mit Udemy, sich dann Richtung eigene Akademien entwickeln und so weiter. Aber da sehe ich so für mich in der Zukunft, und das ist nicht nur nächstes Jahr, sondern in den nächsten Jahren, auf jeden Fall doch deutlich viel Potenzial, dass ich sage, digitale Lerninhalte einfach aufbauen, Online-Kurse, vielleicht noch mehr YouTube-Kanäle, wenn man die Zeit dafür hat und so weiter. Und ich habe tatsächlich noch Ideen in der Schublade für noch eine Agentur. Dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich verrückt, aber mal gucken, ob das noch klappt. Ja, also tatsächlich jetzt, naja, das ist jetzt privat, ist es tatsächlich so, dass wir uns gerade nach einem Haus umgucken. Unsere Wohnung wird langsam ein bisschen zu klein. Haben uns auch dieses Jahr einfach einen Hund geholt, hat ja auch mal in die Kamera gehalten, schon auf meinem Kanal. Ist hier ein schöner Bürohund und der braucht jetzt einen Garten langsam mal. Und deswegen wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten 1, 2 Jahren, je nachdem, wie der Immobilienmarkt jetzt gerade auch los ist, dann mal ein bisschen größerer Umzug stattfinden und so. Und da komme ich irgendwie nicht von weg. Also wir sind vor 2 Jahren, haben wir jetzt das größere Büro hier bezogen, vor 3 Jahren die Wohnung bezogen mit meiner Freundin und ich ziehe irgendwie nur um. Es ist kein Spaß, aber naja, es muss halt weitergehen. Ja? Das wäre jetzt so privat das Ganze und ja, vielleicht dann auch im Namen der mentalen Gesundheit, weil viel Hustlen ist gut, aber ich merke es auch, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht mehr der Jüngste bin, aber ich bin jetzt auch keine 18 mehr, kann man auch mal so sagen. Und
Ich will, also ich merke tatsächlich langsam, ich möchte nicht jahrelang so weitermachen wie jetzt. Das wäre vielleicht nur so das private Ziel. Also natürlich, ich will arbeiten, wenn ich möchte, nicht weil ich muss. Und das ist noch nicht der Fall. Das ist natürlich auch von finanzieller Freiheit und da soll es aber irgendwann hingehen. So sehe ich das auf jeden Fall auch. Also ich bin jetzt nicht aktuell überfordert oder habe keinen Spaß daran, sondern möchte natürlich auch jetzt probieren, möglichst passive Einnahmequellen aufzubauen, dass ich halt auch in Zukunft mehr Arbeit abgeben kann, dass ich weniger habe. Das heißt, ich kann dann natürlich auch meine Freizeit mehr dadurch genießen, werde da zwar nicht so viel Geld verdienen, klar, wenn ich Arbeit abgebe und Leute dafür bezahlen muss, aber dafür habe ich natürlich mehr Freizeit. Muss man sich immer so ein bisschen entscheiden. Und gerade das Thema, was du angesprochen hast, mit dem Thema, dass man vielleicht ein bisschen überfordert sein kann oder so, schaue ich immer auch immer so ein bisschen auf meinen Körper. Also ich schaue da immer so, was für Signale gibt mir mein Körper? Und wenn er mir mal sagt, hey, mach mal hier eine Pause, das merkst du ja auch ein bisschen, wenn du dann ein bisschen schlapp vielleicht wirst oder so, dann machst du halt einfach mal nichts, schaust dir einen Film an oder so, da musst du dir auch gar keinen Stress machen und dann passt das auf jeden Fall. Morgen ist dann wieder ein neuer Tag. Dann kannst du dann wieder loslegen, aber auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, immer wieder so ein bisschen auf die Körpersignale zu hören, nicht, dass es dann vielleicht sogar in einem Blackout endet oder noch schlimmer. Absolut, ja, ganz wichtig. Also arbeiten ist toll, den Zielen und auch dem monetären Ziel hinterherrennen, wunderbar. Nur es hat alles irgendwo auch eine Grenze, sondern wie du so schön gesagt hast, auf den Körper hören. Ja. Ganz genau, ja. Man muss das Leben ja natürlich auch ein bisschen genießen. Ich meine, gut, am Anfang kann man natürlich Vollgas geben und dann kann man immer wieder ein bisschen mehr loslassen, dass man natürlich auch etwas vom Leben hat. Genau. Und die nächste Frage, was für mich ganz interessant wäre und vielleicht für den einen oder anderen da draußen auch, welche Hürden hast du in deinem Unternehmen schon überwinden müssen, dass du jetzt wirklich da bist, wo du heute bist? Boah, ja, mehrere, ne? Also ich glaube am Anfang, wenn man als Jungunternehmer, wenn man das Wort mal in den Mund nehmen möchte, reingeht, dann hast du natürlich mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Also wenn du halt mit 19 deinen ersten Pitch hast von einer gestandenen Unternehmergruppe, dann musst du natürlich damit rechnen, dass du ein bisschen belächelt wirst und dass du nicht ganz so ernst genommen wirst. Also da muss man einfach dann echt gucken, dass man sich ein dickes Fell einfach wachsen lässt. Das hast du nicht von Anfang an. Du am Anfang schämst dich in Grund und Boden. Aber wenn du einfach so ein bisschen weitermachst, dann wirst du irgendwann merken, okay, wenn die merken, du kannst was, und das ist im Dienstleistungsbereich ja oft gar nicht weit weg, wenn der Gegenüber merkt, du kannst etwas besser als er und das bringt ihm auch etwas, dann hört er dir auch irgendwann zu, wenn du das einigermaßen gut rüberbringst. Von daher, das war so die erste große Hürde, glaube ich. Das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so. Aber es war schon am Anfang, gerade auch in der Agenturzeit, weiß ich noch, da hatte ich keiner ernst genommen. Ich meine, gut, wir reden jetzt gar nicht von den Anfang in der Selbstständigkeit, mit dem privaten Umfeld und so weiter. Klar, wie gesagt, soziales Umfeld möchte eher, dass man den klassischen Weg des Studiums oder der Ausbildung und so etwas geht. Man selber hat andere Träume oder man weiß ja noch gar nicht genau, was man will was anderes. Genau, und im Unternehmertum. Was eine große Hürde war, das ist jetzt zwar dann sehr weit vorgespult, das Thema Personal kann man echt falsch angehen. Also das Thema Personal darf man wirklich nicht unterschätzen. Wie gesagt, man kann im Vorfeld natürlich mit Freelancern viel machen. Machen wir übrigens auch immer noch, also weil ich das auch viel entspannter teilweise finde, mit virtuellen Assistenten, also wirklich sehr remote arbeiten. Das ist auch sehr, sehr cool. Wollen wir auch wieder mehr hin tatsächlich. Wenn man sich für Festangestellte und sowas entscheidet, das kann ich auf jeden Fall mal so mitgeben. Da muss man wirklich, bildet euch wirklich gut fort, wie ihr als Führungspersönlichkeit auftretet, wie ihr Personalführung macht, wie ihr Einstellungsgespräche führt, wie ihr mit Konflikten am Arbeitsplatz umgeht, wie ihr Leute offboardet. Also einfach auch das Thema habe ich jetzt leider auch schon öfter mal hinter mir, aber darüber muss man eben auch reden, wie man Leute einfach auch dann auch wieder aus der Firma ausgliedert, weil es einfach nicht passt, Thema Kündigung und Entlassung. Von daher, das sind Themen. Und gerade auch, wenn man darüber redet, dass man mal auch jemanden aus dem Unternehmen vielleicht rausbringen muss, weil es einfach nicht mehr passt, das nimmt dich mental einfach auch super mit, weil du ja auch irgendwie Verantwortungsträger bist für das. Also deswegen im Vorfeld echt gut überlegen, ob man sich wirklich die Verantwortung für sozialversicherungspflichtige Angestellte reinholt. Und wenn ja, dann wirklich seid ein guter Vorgesetzter, bildet euch fort, und seid nicht Chef, seid Entscheidungsträger, aber seid Mensch. Und das ist etwas, wie gesagt, das wird vielleicht gar nicht viele so betreffen, aber das war für mich eine der größten Hürden, wirklich eine gute Führungsposition irgendwo auch zu begleiten und ein Team zu haben, das weiß, worum es hier arbeitet. Also ich würde sogar sagen, sei einfach der beste Freund von deinen Mitarbeitern, weil das Ding ist, das war auch bei meinem alten Chef so, dass ich halt nie so richtig wertgeschätzt wurde und dementsprechend leitet sich das dann auch an die Arbeit weiter. Das heißt, wenn dir jemand sagt, du kannst nichts, du bist nichts, dann
wirst du das wahrscheinlich auch und hast natürlich keine Lust zu arbeiten. Und deswegen kann ich auch jedem Chef da draußen empfehlen, wirklich gut zu den Mitarbeitern zu sein. Und falls ihr irgendwie mal merken solltet, dass es einem nicht richtig gut geht oder dass er vielleicht auch mal nicht richtig konzentriert ist, einfach erstmal das Gespräch suchen und dann kann man natürlich da immer noch schauen, wie man dann weiter fortfahrt. Vielleicht braucht er auch mal ein bisschen Urlaub oder ein bisschen Auszeit. Das muss man natürlich auch mal so ein bisschen menschlich sehen und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man das auf jeden Fall tut, weil sonst wird man Langzeit, gerade mit diesem Arbeiter, wenn man immer wieder auf den schlecht einredet oder negativ, dann auch dementsprechend das Potenzial nicht entfalten. Ja, absolut, ja. Nee, das ist wirklich, wie gesagt, Teamaufbau ist eine schwierige, eine heikle Sache, eine tolle Sache. Deswegen, wenn man es macht, dann, wie du sagst, behandeln die Leute einfach, wie sie es verdient. Ne? Ganz genau. Und wenn es nicht klappt, klar, dann kann man natürlich auch über eine Kündigung nachdenken, auf jeden Fall. Aber immer das Gespräch erst suchen und dann schauen, wie es noch weitergeht. Genau. Und ja. Die nächste Frage wäre dann, wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Tatsächlich hätte ich das früher nie gedacht, dass ich das mal erwähne, aber ich frage mich im Moment, ob ich noch in Deutschland bin, weil eigentlich, also für mich war es immer unumstößlich tatsächlich, ich war immer stolz, Deutscher zu sein und fand dieses Land einfach wirtschaftlich und alles Mögliche einfach super stark, ist in den letzten Jahren alles ein bisschen anders geworden und ich glaube, wenn man halt einfach auch viel Geld verdient und dann mit dem Steuersystem in Deutschland konfrontiert wird, macht man sich doch noch mal 1, 2 Gedanken, wenn man auch eben die ganzen Sachen immer sieht von wegen Steuerparadies diese und Co. Das ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Da machen auch viele einfach falsche Versprechungen, die nicht stimmen. Und das gibt auch viele Konstrukte, die einfach illegal sind. Aber das hört man natürlich da nicht so oft. Unser Steuerberater redet gerne mit uns drüber, hat auch mit uns theoretisch mein Steuerberater hat bei uns immer eine theoretische Form aufgestellt, wie wir in Deutschland steuerfrei leben könnten, über Stiftungen in Luxemburg und Co. Ist zwar nicht wirklich legal, vor allem wenn er das ist aber eine Gesetzeslücke gerade. Tatsächlich könnte man solche Dinge machen, aber ja, deswegen. Ich sag mal so, man kann in Deutschland, man hat eigentlich keine Wahl. Entweder machst du das, was das System von dir möchte oder nicht. Und natürlich, weil wir freiheitsgetriebene Menschen sind, wir Unternehmer, guckt man mal nach links und rechts. Deswegen, ob ich in 5 bis 10 Jahren noch in Deutschland bin, weiß ich nicht. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass man zumindest vielleicht mal remote ist, also dass man auf jeden Fall nicht nur in Deutschland ist, wie es dann mit den Firmen aussieht, in welchem Land die dann angemeldet sind, muss man gucken. Aber ja, auf jeden Fall möchte perspektivisch nicht mehr viel im operativen Geschäft sein, in der Dienstleistung, das sage ich auch ganz offen. Ich werde das noch sehr lange eben, was ich immer noch mache, eben den Vertrieb begleiten. Im operativen Umsetzen der Dienstleistung bin ich sowieso schon kaum noch drin. Aber da möchte ich komplett raus, vielleicht noch Verkaufsgespräche führen tatsächlich einfach, weil das ist für mich immer so ein bisschen Chefsache noch, aber dass ich mit den Kunden einfach auf Augenhöhe rede. Aber ansonsten möchte ich meine Agenturen stark automatisieren und mich, wie ich eben schon kurz angedeutet hatte, immer mehr auf die digitalen, nachhaltigeren Infrastrukturen fokussieren und dann einfach meine Leidenschaften, wie gesagt, so ein bisschen so Selbstverwirklichung durch Videoinhalte, durch Reden, durch Lerninhalte teilen. Da sehe ich mich so in 5 Jahren und in 10 Jahren möchte ich eigentlich hauptberuflich nur noch machen. So, ja. Interessant auf jeden Fall. Also schon wieder eine Überschneidung so, weil ich habe darüber auch schon ein bisschen nachgedacht, so dass ich in 2, 3 Jahren wahrscheinlich dann auswandern möchte, also mehr ein Land, wo man halt zum ersten kostengünstig leben kann und zum zweiten natürlich auch wenig Steuern bezahlen muss, weil hier in Deutschland ist es ja, finde ich persönlich, nicht unbedingt nur wegen den Steuern so schlimm, sondern auch wegen der Rechtslage. Also es sind ganz komische Rechte, so wo ich mich immer mal wieder so frage, warum macht man das eigentlich und was hat das für einen Sinn? Und deswegen, das ist mir alles auch viel zu kompliziert und wenn du so siehst, Leute aus Amerika oder England, die haben zum Teil gar kein Impressum dort stehen, kennzeichnen keine Werbung und keinen interessiert so. Also das sind halt so Sachen, wo ich mir persönlich auch denke, so in anderen Ländern hast du es in allen Art und Weisen als Unternehmer eigentlich besser so gesehen, finde ich persönlich. Also ich sehe da jetzt keine Nachteile, was ich jetzt hier in Deutschland nicht hätte, was ich in einem anderen Land habe so. Und genau aus diesem Grund bin ich da auf jeden Fall schon sehr bewusst, dass ich da auch in ein anderes Land ziehen möchte. Wahrscheinlich irgendwo nach Südamerika oder irgendwo nach Osteuropa so. Vielleicht auch Kroatien. Schauen wir einfach mal. Das sind alles so ziemlich kostengünstige Länder. Muss kaum Steuern zahlen. Und da
was ist eigentlich so das, was ich mir da vorgestellt habe. Ja, spannend, ja. Ja, ich glaube, das ist aber auch etwas, wenn man mit Leuten spricht, also auch gerade in unserer Nische, aber generell, also ich sehe es in meinem Umfeld, das muss man aber sagen, seit den letzten Jahren, auch mit den ganzen pandemischen Verhältnissen, mittlerweile redet ja jeder Zweite davon, das Land zu verlassen. Da muss sich Deutschland auch mal Gedanken gerade machen drum. Ja. Ja, und natürlich unsere unternehmerischen Aspekte sind noch ein ganz anderes Thema. Ne? Da reden sehr, sehr viele drüber. Also ich kenne wirklich unglaublich viele Leute, die sagen, ich möchte nicht mehr hierbleiben, auch obwohl die gar kein Unternehmen haben, so, also es geht nicht nur um das, sondern allgemein so. Also ich sage immer nur, in Deutschland ist wirklich gut, dass du hier gutes Geld verdienst bei deiner Arbeit, aber der ganze Rest ist nicht wirklich lebenswert, finde ich. Also wenn du wirklich mal in andere Länder gehst, so, da sind die Leute höflich und du musst kaum Steuern zahlen, du kannst gut leben dort, es ist dort allgemein ein gutes System, bessere Rechtslage, also eigentlich fast nur positive Vorteile. Ich meine, gut, in Deutschland gibt es natürlich auch gute Leute, möchte ich natürlich nicht sagen, aber ja, es ist halt ein bisschen anders. Also wenn ihr zum Beispiel mal nach Rumänien geht, kann ich euch auf jeden Fall nur mal empfehlen. Und ihr geht dort als fremde Person in ein Restaurant, dort werden euch 100.000 Leute ansprechen. Gut, jetzt so viele auch nicht, aber dort werden euch definitiv Leute ansprechen, auch wenn ihr nicht die Sprache beherrscht. Und ihr werdet einfach ein Freund mit denen. Also ihr verbringt dort den Abend mit denen, lacht zusammen. Und das kannst du halt in Deutschland leider nicht so richtig erleben. Also du gehst dort in ein Restaurant und ja, du gehst halt entweder für dich oder mit jemand anderem. Aber es wird ziemlich sicher nie vorkommen, dass sich dort jemand anspricht und du dir so ein bisschen Freunde machst. So. Was ich halt ein bisschen schade finde, aber gut, das muss natürlich jeder so ein bisschen selber wissen. Möchte er mehr für sich so alleine dorthin gehen oder möchte er dorthin gehen, um neue, coole Leute kennenzulernen? Ja, absolut. Das ist ja auch so ein bisschen, also geografisch ist bei mir das Problem. Ich liebe ein Land mehr als alle anderen. Das ist tatsächlich Holland. Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig exotisch, aber ich bin mit meinen Eltern halt jedes Jahr dort gewesen und jetzt auch mit meiner Freundin versuche ich jedes Jahr mindestens einmal wirklich irgendwie nach Holland da zu kommen, auch auf die Inseln dort. Und ich würde eigentlich total gerne irgendwann wahrscheinlich mal da leben, weil allein die Menschen auch, wie du es gerade sagst, also die Holländer sind so anders als die Deutschen, das sind so nette Menschen einfach. Okay. Und generell, ich mag es dort natürlich an der Küste und so weiter. Ich bin halt auch so schwedische Gegner, vielleicht sieht man es auch ein bisschen so. Das heißt, ich mag es auch gerne kalt, ne? Ich mag es überhaupt nicht, wenn es warm ist und so weiter. Deswegen treibt es mich ein bisschen in den Norden rein. Und ja, aber sagen wir mal, finanziell wäre das kein Vorteil, in Holland zu leben. Aber es ist halt gerade von den Menschen, wie du es sagst, mit Rumänien und so weiter, es ist ein Riesenthema, warum man sich da auch mal Gedanken drüber macht. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also wenn ihr mal in einem anderen Land noch nicht gewesen seid, so, ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, weil das nochmal ganz andere Welten. Also ihr werdet da wahrscheinlich gar nicht denken, ich bin noch auf dem Planet Erde, ich bin irgendwo anders schon angekommen. Also wirklich so ein Unterschied ist es da auf jeden Fall. Ja. Genau, ja. Und die nächste Frage wäre vielleicht auch ganz, ganz interessant für viele da draußen so. Die nächste Frage wäre, was wäre deine Nachricht da draußen für die Leute, die sich jetzt ein Unternehmen aufbauen möchten? Also was würdest du denen ans Herz legen? Also was ich euch auf jeden Fall direkt sagen würde, ist, mach es. Also egal, wo du gerade Zweifel hast oder ob irgendwelche Leute von außen dir versuchen, Zweifel einzusäen, mach es. Weil entweder klappt es oder es klappt nicht. Und wenn es jetzt nicht klappt, klappt es später. Also es gibt da eigentlich kein Scheitern. Du kannst an einer Sache scheitern, einem Projekt, aber langfristig gesehen, wenn du immer wieder weitermachst, wird es funktionieren. Der schlimmste Feind wirklich von Erfolg ist halt Resignation, Stagnation, das Ding einfach an die Wand zu fahren und aufzuhören. Deswegen mach einfach immer weiter und glaub daran, was du tust. Aber sei dabei bei aller unbändigen Leidenschaft auch nicht blind. Und deswegen guck ein bisschen links nach rechts. Wie gesagt, kann dir etwas oder jemand helfen. Du musst nicht jemanden finden, der irgendwie dich coacht oder so etwas oder ein Mentor. Es reicht, wenn du vernünftige YouTube-Videos guckst, wenn du dir günstige Kurse holst oder wenn du dir Bücher aneignest und so weiter. Das reicht ja schon. Kostenloses Wissen gibt es wie Sand am Meer da draußen. Das ist schon mal die große Grundbasis. Deswegen bilde dich richtig fort und weiß, dass du da vernünftige Dinge tust. Ich sehe das zu oft, und auch, das soll jetzt gar nicht böse klingen, und Leute, die bei mir ins Coaching kommen, die haben Vorstellungen von der Dienstleistung, die sie umsetzen möchten, oder die machen schon Dinge digital auf YouTube oder in Kursen, wo man sich denkt, das hat dir nie jemand sowas jemals gesagt. Das kann nicht funktionieren. Deswegen, wenn ihr das macht, guckt auch, dass es funktioniert und dass andere das vor allem schon mal erfolgreich vorgemacht haben. Also erfindet das Rad nicht neu. Orientiert euch an dem, was funktioniert hat und wo schon irgendwelche Success-Stories hinter sind. Außer jetzt der klassische, das Startup, was jetzt die Investorengelder für ein neues Produkt bei Höhle der Löwen haben möchte. Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber in der Regel erfindet das Rad nicht neu.
zieht durch, orientiert euch an Leuten, die es geschafft haben, kontaktiert die Leute auch gerne, versucht mit denen ins Gespräch zu kommen. Wird übrigens öfter mal funktionieren, ohne dass man das vielleicht bezahlen muss, aber nur mal dein Thema Rande. Und dann wirklich, das hat aber Andreas eher auch schon mal ganz deutlich betont und das muss ich auch nochmal sagen, dranbleiben, einfach weitermachen. Wie gesagt, es kann mal sein, dass eine Unternehmung vielleicht nicht funktioniert, dass ein Projekt mal nicht funktioniert. Ganz ehrlich, es gibt so viele erfolgreiche Unternehmer, die sind insolvent gegangen, bevor sie reich geworden sind. Auch das, auch wenn sich das immer anhört, oh Gott, Insolvenz. Selbst wenn das mal der Fall wäre, was ich nicht hoffe und das auch nicht wünsche, aber da sieht man mal dran, es kann keinen Punkt geben, an dem es gar nicht weitergeht. Es geht halt immer irgendwie weiter. Deswegen dranbleiben, weitermachen, aber das Richtige machen. Genau, das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Also ich sehe es auch immer wieder in den Kommentaren so, wenn ich Geldverdienmethoden vorstelle, dass manche Leute sagen, funktioniert doch gar nicht oder ich krieg doch da keine 30 Euro pro Antwort oder sowas zum Beispiel, dann ja, frage ich mich halt auch immer so, hast du das denn schon ein bisschen probiert? Also soll jetzt auf jeden Fall nicht böse klingen. Aber man kann auf jeden Fall nicht erwarten, dass man in einem Tag oder ein paar Tagen schon mehrere tausend Euro damit verdient. Also das ist in den allermeisten Fällen wirklich so ein langfristiger Prozess. Und wenn man nicht dranbleibt und sich informiert, wie kann man das besser machen und sich einfach weiterbildet, dann ist es halt sehr, sehr schwierig und dauert natürlich umso länger. Und ich kann euch auch nur empfehlen, probiert eine Sache aus, wenn ihr merkt, nach ein paar Monaten oder Wochen, je nachdem, es funktioniert nicht oder euch macht das nicht Spaß, dann probiert eine andere Sache aus. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, wie man als selbstständiger Unternehmer online Geld verdienen kann. Und genau aus diesem Grund, ihr werdet definitiv irgendwas finden, was zum ersten funktioniert und zum zweiten natürlich auch ganz, ganz wichtig, euch Spaß macht, weil ihr wollt natürlich nicht euer Leben lang etwas machen und gut Geld verdienen, aber es macht euch keinen Spaß so und das ist dann natürlich sehr, sehr schade. Deswegen natürlich auch immer den Faktor Spaß dahinter sehen und nicht nur den Faktor, ich verdiene viel Geld. Okay, genau, das war es dann auch schon mit dem Interview. Unten in der Beschreibung packe ich nochmal seinen Kanal rein, also da könnt ihr auch liebend ihm gerne mal reinschauen oder jetzt auch hier, genau, hier oben in die Infokarte könnt ihr das auch sehr, sehr gerne mal abrufen für die Leute, die jetzt hier vom Fernseher aus zusehen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für das tolle Interview und hoffentlich sehen wir uns in einem anderen Interview wieder. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Übrigens der Teil, wo ich ihn interviewe, den Spieß umgedreht, auf meinem Kanal zu finden. Da könnt ihr auch mal seine Geschichte nachvollziehen. Ganz genau. Packe ich euch auch gerne nochmal unten oder hier oben rein. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten und ciao, ciao. Ciao.